Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Frage, warum bekommen Pinguine eigentlich keine kalten Füße? Viel Spaß dabei. Das Ganze ist mit der Ökophysiologie zu begründen. Nehmen wir als Beispiel den Fuchs. In Regionen mit niedrigen Temperaturen finden wir den Polarfuchs, in Regionen mit hohen Temperaturen den Wüstenfuchs. Diese beiden unterscheiden sich in ihrem Aussehen. Der Wüstenfuchs besitzt größere Ohren, einen längeren Schwanz und längere Beine. Der Polarfuchs hingegen besitzt kleinere Ohren, einen kleineren Schwanz und kürzere Beine. Das Verhältnis der Oberfläche zum Volumen ist bei einem großen Körper kleiner, so wie beim Wüstenfuchs. Der Polarfuchs hingegen verliert weniger Wärme, da kleinere abstehende Körperteile das Risiko für Erfrierungen senken. Doch kommen wir nun zum Pinguin. Dieser besitzt sogenannte Wärmetauscher. Die Unterseite seines Fußes wird durch eine dicke Fettschicht isoliert. Das mit den Wärmetauschern funktioniert nach dem Gegenstromprinzip. Im Fuß des Pinguins liegen die Venen, also die Blutgefäße, die zum Herzen hinführen, und die Arterien, also die Blutgefäße, die vom Herzen wegführen, ganz dicht beieinander. Durch die Arterien fließt das warme Blut in die kalten Füße. Unten wird diese Wärme an naheliegende Venen abgegeben. Und kälteres Blut kommt unten im Fuß an. Es kann sogar bis zu 0 Grad Celsius runtergekühlt werden. Dadurch, dass das Blut in den Füßen viel kühler ist als im restlichen Körper, bleiben die Pinguine nicht am Eis kleben. Würden Pinguine jedoch warme Füße besitzen, dann würden sie das Eis um sie herum schmelzen. Und dieses würde aufgrund der kalten Umgebungstemperatur sofort wieder gefrieren. Eine Folge wäre dann, dass der Pinguin festfrieren würde. Doch nun zurück zu unserer Frage, warum Pinguine keine kalten Füße bekommen. Die Antwort lautet, weil sie durch den Wärmetauscher immer kalte Füße haben. Denn sonst würden sie ja am Eis festfrieren. Falls dir das Video gefallen hat, gib gerne einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Video.